alles klar. Und am selben Tag, wo wir uns diese Gedanken gemacht haben, haben wir dann einfach ganz spontan beschlossen, wir eröffnen eine Facebook-Seite. Dadurch, dass wir unter Freizeit in Wien bei Google nichts gefunden haben, haben wir es gleich Freizeit in Wien genannt und damit hat dann unser Projekt begonnen. Seitdem haben wir extrem viel gelernt, das war jetzt im Mai, und ein paar dieser Lektionen, die wir da am Weg mitgenommen haben, möchten wir euch heute jetzt präsentieren. Gleich vorweg, das ist nichts Neues, Weltbewegendes, wir haben nicht das Rad neu erfunden, aber ich finde, wenn man ein neues Projekt startet, dann hat man manchmal so ein bisschen einen Knoten im Kopf oder man weiß nicht genau, man traut sich manches vielleicht einfach nicht zu machen und dann ist es gut, wenn man diese kleinen Erinnerungen immer im Hinterkopf hat. Und wie gesagt, die Facebook-Seite war die allerbeste Entscheidung, die wir getroffen haben, weil wir sind solche chronischen Überdenker. Wir denken über jede kleine Mini-Entscheidung lange nach, was könnte alles passieren, was ist vielleicht, wenn wir das machen, was, wenn wir das machen. Und ja, da kommen so viele Zweifel auf und im Endeffekt macht man dann in Wirklichkeit gar nichts. Und deshalb haben wir gelernt, es ist am wichtigsten, nicht zu denken, nicht reden, einfach machen und im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung. Im Fall von der Facebook-Seite ist es so, wir haben die dann einfach eröffnet und haben uns gedacht, ja, wenn keiner draufkommt und das wird nicht erfolgreich, dann hat es eh keiner gesehen, also ist auch wieder wurscht. Und dieser Gedanke hat uns eigentlich jetzt die ganze Zeit weiter begleitet, auch beim Erstellen unserer Instagram-Seite, die ist dann im Juni dazugekommen. Und auch bei unserem Blog, den wir im September eröffnet haben. Da ist Ende September unser allererster Blogpost rausgekommen. Das heißt, das Ganze ist noch ziemlich neu. Das alles machen wir immer zu zweit, uns gemeinsam. Wir sprechen uns bei allem ab. Wir tun alle Entscheidungen gemeinsam treffen. Und das ist super, weil wir kennen uns schon sehr lang, seit wir 10 Jahre alt sind. Also wir waren die ganze Schulzeit gemeinsam. Na, 10 Jahre noch drauf. Also seit 18 Jahren kennen wir uns. Wir haben alle Schulprojekte immer gemeinsam gemacht, immer unsere Referate, immer Poster gemeinsam gebastelt und so weiter. Das heißt, wir wissen, wir können gut miteinander arbeiten. Und zu zweit macht es einfach viel mehr Spaß. Zu zweit hat man mehr Durchhaltevermögen, wenn man irgendwann einmal, weiß nicht, die Motivation verliert oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Und insgesamt hat man dann auch einfach viel mehr Ideen. Und es ist wichtig, dass man sich gut versteht, weil wir kennen das auch aus dem Bekanntenkreis, wenn Geschäftspartner sich irgendwie zerstreiten, dann leidet die ganze Firma, das ganze Projekt und im schlimmsten Fall auch noch Mitarbeiter. Ich meine, bei uns ist das ein Hobby, aber wenn man das weiterspinnt, ist es natürlich wichtig, mit wem man zusammenarbeitet. Also wie eh schon gesagt, Freizeit in Wien ist unser Hobby. Das verbindet aktiv sein, draußen und drinnen, mit Freunden neues Unternehmen, neue Erinnerungen kreieren und dadurch dann andere Leute inspirieren, auch aktiver zu sein. Ich glaube, jetzt ist es eh schon ziemlich klar, was Freizeit in Wien macht, aber ich will es nochmal ganz spezifisch sagen. Freizeit in Wien ist unser Blog, das ist unser Herzstück. Da geht es um aktive Freizeitgestaltung, um Freizeittipps, um Aktivitäten und wir verstehen aktiv in dem Sinne, das ist alles, wo man sich ein bisschen bewegt. Also das kann vom Bowlen reichen, wo man normalerweise sitzt und dann ab und zu aufsteht und die Kugel schwingt und dann setzt man sich wieder hin, bis eben zu wirklich intensiven Sport, wo man voll schwitzt. Ab und zu schreiben wir natürlich auch über Sachen, wo man sitzt, also ein neues Restaurant. Da haben wir aber immer den Anspruch, dass die Location was komplett Neues ist. Also wo das Konzept neu ist, das ist jetzt nicht der 50. Sushi-Laden um die Ecke, wo eh alles ist wie in den anderen, sondern das muss dann wirklich was sein, wenn unser Leser dorthin geht, dann muss er das Gefühl haben, wow, das ist was Neues, das ist eine super tolle neue Erinnerung, die ich hier geschaffen habe für mich. Jo. Facebook und Instagram verwenden wir jetzt hauptsächlich, um unsere Reichweite für die Blogposts zu vergrößern und der Blog ist jetzt wirklich unser Herzstück, wo unser Content drauf ist. Seitdem wir den Blog erstellt haben, haben wir dann gleich eine neue Lektion gelernt und da möchte ich jetzt mal ins Publikum fragen, wer von euch alle hat eine Webseite? Ziemlich viele. Wer hat die selber gemacht? Und wer hatte vorher gar keine Ahnung, wie man das überhaupt macht? Dir geht es genauso wie uns. Also wir hatten echt null Ahnung, haben den Blog von null aufgebaut. Also wir haben vorher noch nie eine Domain gekauft oder uns einen Serverplatz gemietet. Wir hatten gar keine Ahnung von irgendwas. Sind wirklich ins kalte Wasser gesprungen und haben da schnell mitbekommen, man muss ein eigener Webdeveloper sein, wenn man
sich so weit da reingrabt. Man muss sein eigener Fotograf sein, Grafiker, Designer, man macht alles selbst. Ich habe zum Beispiel unser Logo selber erstellt, mit null Ahnung. Ich habe mir auf YouTube ein Tutorial angeschaut, mir dann die 30 Tage gratis Testversion von InDesign runtergeladen und dann einfach mal ausprobiert. Dann ist das rausgekommen, was wir jetzt haben. Die Testversion ist abgelaufen, das heißt, das bleibt jetzt auch so. Und ja, mal schauen, wenn es mal ein Rebranding gibt, dann kann man das noch verbessern. Aber ich glaube, es ist für den Anfang schon ganz gut gelungen. Ja, und wir finden, es ist einfach wichtig, die Erfahrung zu machen, dass wenn man ein Projekt startet, einfach ins kalte Wasser springen, weil in ein paar Wochen lernt man so extrem viel, die Lernkurve schießt nach oben. Ich glaube, nicht mal in der Uni habe ich in wenigen Tagen so viel gelernt wie jetzt beim eigenen Projekt. Und ja, man sammelt einfach diese Erfolgserlebnisse, das macht einen dann stolz und das gibt dann auch Antrieb zum Weitermachen. Und dafür haben wir jetzt eben unser Zitat für die zweite Lesson und das könnt ihr alle sehen. Jetzt stehe ich davor. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und ich finde, das ist echt extrem wichtig, dass man schaut, dass man sich immer weiterentwickelt und am Ball bleibt und sich auch weiterentwickeln will, weil sonst macht das Ganze eh gar keinen Spaß. Damit ihr jetzt auch einmal wisst, wie unser Blog überhaupt ausschaut, von dem wir da die ganze Zeit reden, das ist er. Das ist das Logo mit dem Titelbild. Wir haben das Ganze in vier Kategorien unterteilt. Das ist Freizeit, Essen und Trinken, Hashtag Gratis und Events. Und wie gesagt, es geht eben um aktive Freizeitgestaltung und unser besonderer Mehrwert, den wir anbieten, ist unsere Kategorie Gratis. Weil Freizeitaktivitäten können ganz schön ins Geld gehen, wenn man das oft machen will. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man mag jeden zweiten Tag nach der Arbeit dann noch, weiß ich nicht, Bogenschießen gehen, jetzt mal um irgendwas zu sagen, dann wird das echt teuer. Und Wien bietet aber extrem viele Gratis-Sachen an und das weiß einfach kaum jemand. Es gibt zum Beispiel, weiß nicht, im Sommer natürlich viel mehr, da gibt es Bewegt im Park, falls das irgendjemand kennt. Es gibt oft gratis Yoga in irgendwelchen Parks oder in der Strandbar Hermann und das muss einfach kommuniziert werden. Auch jetzt vor kurzem mit dem Beginn der Eislaufsaison gab es gratis Eislaufen ein paar Tage lang. Das ist auch super. Und ja, das ist eben einer unserer Foki, ist das das Wort? Fokusse? Weiß nicht. Dass wir das mehr kommunizieren möchten und andererseits, das zweite ist, dass wir selber gratis oder gute Deals mit irgendwelchen Kooperationen herbeiführen möchten, damit unsere Leser etwas günstiger bekommen können. Und da haben wir jetzt gestern einen ganz neuen Blogpost rausgebracht. Da geht es um Leibesübung, das ist ein Zirkeltraining mit SensoFit. Das ist ganz neu im 7. Bezirk. Und der Kachi, der Trainer dort und der Eigentümer von dem Ganzen, hat uns angeboten, insgesamt sind das 40 Gratis-Einheiten, die wir im Dezember vergeben können. Also es sind insgesamt 40, weil es maximal 10 Leute sind. Aber jeder kann 4 nehmen, das heißt, insgesamt sind es 40. Ja, ja genau. Das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Macht nichts. Ja, und das ist eben so eine Win-Win-Situation für uns und auch für kleinere Unternehmen und da möchten wir auch mehr aktiv sein. Und da haben wir gleich unsere dritte Lesson gelernt und die Leute durchs Reden kommen leidsam. Weil wir haben von Leibesübung und dem Kachi durch die Therese erfahren und sie hat uns davon erzählt, sie hat gemeint, ja, meldet euch einfach mal bei ihm, schaut euch mal das Training an und dadurch ist das Ganze zustande gekommen. Das heißt, Netzwerken ist wichtig, dazu gibt es nachher dann eh auch noch einen Talk, auf den ich schon sehr gespannt bin. Und ja, danke, Theresa. So, jetzt bin ich nochmal dran. So, jetzt haben wir den Blog einmal und können wir eigentlich schon so eine Challenge, ja. Jetzt haben wir mal den Blog und so ein paar gute Inhalte. Und unsere Challenge ist jetzt eigentlich, wie bringen wir die Leser auf unseren Blog? Also die es interessiert, wie kriegen wir die jetzt? Weil vor allem gibt es ja schon so viele Blogs und so viele Blogger und da ist die Konkurrenz ziemlich groß. Also nicht jetzt in dem Sinne, dass es schon so viele Freizeitaktivitäten gibt, aber es gibt einfach wirklich viele Blogger. Und vor allem für uns, weil wir rein online unterwegs sind, wie kriegen die Leute das mit? Weil ich finde, wir haben jetzt kein neues Geschäft aufgemacht oder ein Waffelladen irgendwo im 4. Bezirk und auch wenn ich keine Werbung mache, die Leute werden irgendwann einmal vorbeigehen, ob sie wollen oder nicht oder werden reinschauen, einfach weil sie in der Nähe sind oder in der Nähe wohnen und wenn wir einen neuen Blog starten, da kommt keiner zufällig rein, spaziert in den Blog, ohne dass wir aktiv irgendetwas dafür tun und deswegen haben wir uns gedacht,
viele machen das und viele gehen da eben mit diesem Influencer-Hype und viele wollen da eben ihr Geld damit verdienen. Und wie kommen wir da eigentlich durch? Das ist eigentlich noch immer die Frage, die wir uns stellen. Vielleicht habt ihr coole Tipps für uns. Also übrigens, für jeden Tipp, den ihr nachher für uns habt, sind wir extremst dankbar. Und bezüglich diesem Punkt sind wir wirklich ganz noch am Anfang, weil wir haben unser Erfolgsrezept eigentlich noch nicht gefunden. Wir wissen aber, dass Bedarf da ist. Es gibt Leute, die das interessiert und unser Konzept cool finden. Und für uns ist das eigentlich auch schon ein Erfolg. Natürlich gibt es dann Firmen, die sich Formeln ausdenken, wie generiert man da viele Follower und welchen Content muss ich da posten oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, wir wollen eben Content zur Verfügung stellen, den uns interessiert, den auch unsere Leser interessiert, weil es eigentlich ein persönlicher Blog ist. Und wir schreiben hier nicht, um die Followerschaft krampfhaft zu vergrößern, weil wenn wir das machen wollen, würden wir wahrscheinlich, keine Ahnung, Bikini-Fotos von uns auf Instagram online stellen oder so. Wird vielleicht schneller funktionieren. Bitte, was für Fotos? Katzenfotos. Ist auch immer gut. Ja, und wenn sich herausstellt, dass die Zielgruppe klein ist, ist das auch okay. Und wenn wir für 50 Leute schreiben und die das interessiert, haben wir für 50 Leute einen Mehrwert geschaffen, was auch völlig in Ordnung ist. Und wir planen, das ist auch so ein Ziel oder etwas, was wir in Zukunft vielleicht machen wollen würden, so Events, wo sich dann die Leute treffen, dass wir gemeinsam aktiv eine Freizeit oder irgendetwas gemeinsam tun, dass wir da langsam eine Community bilden können. Und eben abgesehen, weil wir ja nur online sind, eigentlich ist ja unser Produkt offline so gesehen. Also wir machen etwas, was wir nur online sind, offline. Ja. Auf jeden Fall, wenn wir schon von der Zukunft sprechen, dann können wir auch gleich zu den Zielen kommen. Also Ziele sind natürlich wichtig, das wissen wir auch schon vom Kurs, haben wir fast bei jedem Vortrag immer gehabt, Ziele, was sind eure Ziele? Wir haben uns entschlossen, keinen fixen Masterplan festzulegen, weil vor allem in der digitalisierten Welt ist alles so schnelllebig und wir haben uns entschlossen, einfach flexibel zu bleiben und vor allem mit Facebook und dem ganzen Algorithmus. Also ich weiß, keine Ahnung, aber vielleicht ist in zwei Jahren gibt es vielleicht ein neues Medium, das total org gehypt wird und was Facebook dann ablöst, wir wissen es nicht und wir wollen einfach dahingehend flexibel sein und einfach dort mitgehen, wo unsere Follower quasi sind und immer dort für die quasi da sein. Aber damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was im Moment in unseren Köpfen vor sich geht, also im Prinzip sind wir jetzt mehr an dem Blogprozess interessiert. Also wir haben jetzt keine Zahlen, wie viel Prozent Fanzuwächse wir uns erhoffen bis Ende des Jahres. Solche Zahlen haben uns auch gar nicht überlegt, sondern dass wir mindestens zweimal in der Woche einen Blogpost rausbringen wollen, idealerweise Mittwoch und Sonntag, haben wir gesagt. Mhm. Und dass wir die richtige Balance finden müssen zwischen dem Blog und Facebook und Instagram, also die Kanäle, die wir eh schon haben. Weil jetzt sind die letzten, wir den Blog haben wir jetzt seit 2 Monaten eben, jetzt ist die letzten 2 Monaten viel für den Blog draufgegangen und die Zeit und die Entwicklung und wie wir das am besten und am gescheitesten machen, dass wir die anderen 2 Kanäle nicht wirklich, dass wir die ein bisschen vernachlässigt haben, mehr oder weniger. Und da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir da auch was tun. Es ist wahnsinnig schwer, vor allem, wenn man es wirklich ordentlich machen möchte, ist Bloggen wirklich fast in 40 Stunden, also ein Vollzeitjob eigentlich. Und ich arbeite ja nebenbei und du wirst dann auch arbeiten, also ja. Mit heute, morgen. Ja. Ja. Wurscht. Und da muss man schauen, wo finde ich die Zeit, und im Prinzip ist es ja noch immer ein Hobby, das wir nachgehen, und wir haben das als Hobby ja auch für uns entdeckt. Und auf jeden Fall haben wir uns gedacht, Live-Videos wären schon cool, das würden wir in Zukunft gerne mehr machen, weil gerade bei einem Thema, was wir machen mit aktive Freizeit, sind vielleicht Videos eigentlich gar nicht mal so eine blöde Idee, weil man da wirklich sehen kann und vielleicht kriegen die Leute dann einen Guss da drauf, das auch zu machen und das auch zu erleben. Also vielleicht Videoblogs würden am Plan stehen. Und eben, dass wir selber auch offline ein bisschen mehr präsent sind. Aber ich muss schon sagen, dass dieses Jahr, ich glaube, seitdem wir uns das überlegt haben mit Freizeit in Wien, ich habe so viele neue Leute kennengelernt dieses Jahr, wie ich eigentlich schon lange nicht mehr kennengelernt habe. Und ich war schon bei so vielen Fitnessveranstaltungen und Events eigentlich. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Die könnte ich wahrscheinlich jetzt so schnell auf 2x die Hände aufzählen. Aber super Sache. Und wir wollen eben die Leute animieren, dass sie wirklich mehr aus der Freizeit machen sollen, weil es klingt jetzt so blöd und philosophisch, aber das Leben ist wirklich kurz und einfach nur fürs Wochenende und für den Urlaub dahin leben ist viel zu schade. Also
ja. Ja, also ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick geben über unser Blog, über unser Ding Freizeit in Wien. Ich hoffe, vielleicht habt ihr jetzt auch den Anstoß bekommen, auch ein Projekt zu starten. Ein Projekt kann ja vieles sein, es muss ja nicht unbedingt sein mit dem Ziel, selbstständig zu werden oder auch Kohle zu machen, sondern es kann ja vieles sein. Für uns ist das Bloggen jetzt ein Hobby geworden und ja, mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Genau, ja, also danke für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns jetzt auf euer Feedback und Fragen, falls es irgendwelche gibt. Ach ja, und wer dann noch Fragen hat wegen den Leibesübungen, kann dann auch gerne zu uns kommen. Genau. Also wir haben noch freie Plätze. Danke. Ja.